Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und natürlich, wie soll es anders sein, mit einem Gast-Replay, eingeschickt in dem Fall von Wurstzoljanka in seinem WZ111 ein Viertel oder 1,4. Er ist hier in seinem Tier 9 Top-Tier gegen Tier 8 und sogar 7 Panzer auf der Karte Malinowka. Also dementsprechend natürlich hier etwas Anlass zur Freude, würde ich mal sagen. Die Teams selber wiederum, würde ich jetzt mal sagen, ist eher pro Gegner von den Werten der WN8-Wertung zumindest mal. Jetzt bleibt er hier erstmal stehen, um zu gucken, ob da vielleicht irgendwas gescoutet wird. In dem Fall hat er seinen Zugpartner hier als dabei, den Jagdtiger, auch Tier 9. Gespottet wird leider nichts, deswegen kriegt er auch hier keine Ziele. Oh, da kommt aber schon ein Type. Und da, genau, ist es jetzt besser mal die Hände in die Hand zu nehmen, weil wenn er da jetzt gespottet würde von dem Type, dann hat er nämlich ein Riesenproblem auf der Fläche, wo er gerade stand. Der Kanaman bekommt da hinten auch schon ein, zwei Hits. Und jetzt hat er da aber was offen, kommt aber leider nicht ganz ran. Also es ist ganz, ganz eng. Aber nee, wird dann am Ende doch nichts. Jetzt ist die Frage natürlich, fahrt er Richtung Hill oder was hat er vor? Lorraine bekommt dann nach wie vor nicht rein, T29 auch noch erhöht. Jetzt vielleicht, wenn er hier über die Anhöhe kommt, da ist er auch schon. Oh, was ein Snapshot! Ganz kurz Auto-Aim und dann zack, schon direkt abgedrückt. Also der ging schnell. So beginnt er gleich das Gefecht auch ganz passabel. Im Gegenzug stirbt aber sein Carnarvon, den wir unten schon gesehen haben. Da ist jetzt auch einiges los unten auf der Kartenecke. Sieht man hier jetzt ganz gut. IS-3 und IS gegen kämpfen gegen E-25, wenn ich das richtig sehe. Und den Type. Wobei der Type auch jetzt raus ist. Also es wird hier gerade nochmal ordentlich... Oh, noch ein Snapshot. Hat man auch wieder gesehen. Da habe ich fast noch im Augenblick das Ganze gesehen und umgeschaltet wieder zurück. Also es scheint eine ganz angenehme Kanone zu sein. Zumindest kommt er damit sehr gut zurecht. So, der Bulldog ist raus. Und ja, kriegt schon die erste Flames. Das heißt, dass er sehr gut spielt. Flames ist immer gleichbleibend für prägenden Eindruck. So, jetzt... Oh, da ist ja... Oh, ist da einiges. Ja. Da kommt er jetzt so nicht durch, leider, beim IS-3. Aber da ist natürlich viel schade, dass er jetzt keine Arti hat. Weil die könnte jetzt hier dementsprechend ordentlich helfen. Aber schöner Hit auf den AMX. Der hat halt einen weichen Turm, da macht es natürlich schon Spaß, solche Positionskämpfe. Der T29 das Gegenteil. Aber hier Kommandantenluke. Bisschen zu weit drüber. Da würde er natürlich auch ordentlich durchkommen. Tiger 2 ordentlich eine mitgegeben. Also er macht hier oben einen guten Job. Und da macht es halt ein Heavy auch am meisten Spaß bei solchen Stellungskämpfen. Und da fühle ich mich auch immer am wohlsten. Und gerade sie sind ja wirklich in der Minderheit. Also sie sind ja 3, auch wenn es 2 T9er sind. Aber gegen 5, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, der Tiger hat diesmal durchgekommen. Im Gegenzug hat er aber die nächste Schelle gleich gefangen. Also von dem her, netter Tausch. So, nimm die Kommandantenluke. Jetzt hat er sie. Ordentlich ohne oben eine durchgegeben. Nochmal so ein Ding und der T29 wäre auch schon wieder raus. Oh, schade, diesmal ein Low Roll. Macht er super.
Gefällt mir sehr gut. Genauso würde ich es auch machen. Schön. T29 rausgenommen. AMX scheint sich schon langsam gegen Heimat gemacht zu haben. Oder der Tiger auch. Weil die sind beide nicht mehr da. Aber jetzt bekommt der erst noch eine Klatsche. Also da sieht man schon, dass der auch wirklich, wirklich Schaden austeilt. Und das für den Reload von 11,8 Sekunden. Oh, da ist der AMX dann doch wieder aufgetaucht. Verpieselt sich aber jetzt auch wahrscheinlich wieder, weil er im Reload sein dürfte. Oder zumindest verhält er sich so. Oh, da der Tiger. Macht den weg. Ja, schön. Bis jetzt 3 nice Kills. 4.500 Schaden. So, der AMX wäre natürlich ein netter Kill. Ja. Der war, das war die Kür in dem Fall dann. Und jetzt umfährt der T54 auch noch die beiden. Das heißt, jetzt können sie gar nichts mehr machen. IS-3 bekommt noch einen einzigen raus, aber der langt natürlich nicht. Er fährt jetzt hier auf den Gegner drauf. Oh, und prallt ab mit dem letzten Schuss, den er wahrscheinlich vielleicht gebraucht hätte. Hätte ja sein können. Den Schaden kann man auch mal mit einem Schuss raushauen. Aber jetzt macht das doch. Sehr schön. Kurz vorm Krieger steht er mittlerweile. Genau, erst die Lorraine, die ist etwas lower von der HP. Und trifft da auch. Sein Mate mit dem Jagdtiger macht da dem Ganzen ein Ende der Lorraine. Aktuell 10-7, also das schaut aus, als ob es ganz gut für die laufen würde. Jetzt hat er leider nur noch eine einzige Granate nicht Premium. Alles andere ist dann schon Credit-lastig, was er schießen wird. Wenn man jetzt natürlich mal die HE-Shells abzieht. Und jetzt muss man aufpassen, jetzt rushen sie natürlich den Gegner. Aber mit Waffenträger und Jagdtiger haben die noch definitiv starke Gegner auf ihrer Seite. Also dementsprechend kann auch ein Rush hier bedeuten, noch 1, 2, 3 Kanonen zu verlieren. Centurion. Oh, jetzt kommen die Hits rein. Wundert mich, dass er da jetzt nicht eingezoomt hat. Aber gut. So. Centurion ist auch raus. 11-8. Also jetzt ist es eigentlich 11-9. Jagdtiger hat da schon 2 rausgenommen. Oh, 11-10. Tiger nimmt den T54 raus. Oh, der Tiger ist auch noch voll. Da prallt er ab. Da hat er zu schnell überhastet geschossen. Hätte sich nur ein bisschen mehr Zeit lassen können. Wenigstens ist der Jagdtiger schon mal raus. Ne, so wird das nichts. So wird das leider ganz und gar nichts. Jetzt muss der auch mal langsam weg. Ne, auf die Upper Frontplate braucht er so nicht schießen. Der würde ihm das Kettenrad vorne zeigen und die Seite, da sehe ich die größeren Chancen. Oder natürlich im Zweifel die Kommandantenluke nehmen. Und damit hat der andere Jagdtiger, der andere Tiger, den eigenen Tiger rausgenommen. Nur noch 12-11. Und immer noch Leopard am Start. Und nimm die untere oder oben drauf. Ja. Hat zwar wieder oben drauf gezielt, aber ist runtergeflogen. Da kommen jetzt schon wieder die Hits. Bing, bing. Und jetzt nimmt er den Tiger 2 raus. Blind, aber hat sich halt nicht bewegt. Und das sollte man natürlich als Gegner schon auch mal machen. Leopard wiederum hat seinen Mate rausgenommen. Das ist eine enge Geschichte. Jetzt steht es 13-13. Wo ist sein Leopard? Der ist noch auch noch gut von der Struktur besetzt. Mal schauen, ob er was aufmacht. Nötig wäre es definitiv. Wo fährt er denn hin? Der Leopard fährt... Ich denke, dass der gegnerische Leopard nicht mehr da unten steht. Das kann eigentlich gar nicht sein. Wo
Boah, also er wird sich jetzt auch scheinbar, nimmt er die Hände in die Hand und fahrt jetzt auch mal weg. 7000 Schaden und man sieht, er hat schon einiges abbekommen. Also von dem her auch eine schöne Ansicht, aber leider wirklich so. Jetzt, was er jetzt macht, ist ganz doof. Meines Erachtens, weil jetzt teilen sie sich auf. Die Gegner vorne, vorhin waren beide oben und haben ihn beschossen. Er hat zwei jetzt direkt hintereinander reinbekommen. Jetzt fahrt er aber weg. Und der Leopard PTA würde ich ihm jetzt gar keinen Vorwurf machen, beziehungsweise nicht schreiben, no, weil er ist beim Cap-Point, da wo man auch eigentlich zu sein hat. Der Gegner fängt noch nicht an zu cappen, also die haben noch alle Zeit der Welt. Und jetzt ist der Leopard alleine gegen zwei Gegner. Das wird, ja, da ist er weg. Und da würde ich ihm jetzt das erste Mal im Spiel ankreiden, dass er einen massiven Fehler gemacht hat. Ich wäre definitiv nicht zum eigenen Cap gefahren, sondern hätte da weitergemacht. Weil auch wenn er jetzt den weiteren Weg hätte nehmen wollen, um die zu umfahren, aber jetzt weiß er auch, wo die Gegner sind, hätte unten am Wasser entlang fahren können. Also da muss ich sagen, hätte ich anders agiert. Jetzt bleibt ihm natürlich nur noch über, hinten zu warten und zu hoffen, dass die Gegner zum Captain kommen. Aber das ist die unschönere Lösung. Oh, der WZ ist auch, der Waffenträger ist auch noch rappelvoll. Natürlich ist er offen. Das ist ganz klar. Er ist weiterhin offen. Oh, der Leopard ist auch schon direkt da. Ja, das ist. Kriegt er noch einen Hit raus. Aber definitiv ist das jetzt der Lose. Man. Also, selbst wenn er jetzt anders gefahren wäre vorher. Ja, da ist er tot. Da ist das Spiel vorüber. Also, selbst wenn er anders vorher gefahren wäre, will ich jetzt nicht sagen, dass die beiden Voll-HP noch gemacht hätten. Aber es hätte schwieriger werden können und ich würde bei so einer Situation mich definitiv nicht aufteilen. Nichtsdestotrotz, über 8000 Schaden, Panzerass, Krieger gemacht, also trotzdem hat das Team nicht verloren, weil er irgendwie was doof gemacht hat, sondern er hat so viel richtig gemacht und nur eine kleine Nuance. Ich hoffe, euch hat es gefallen, lasst mir doch einen Kommentar da, denkt an das Gold am Ende des Monats und natürlich ein Daumen ist immer gern genommen. Ich wünsche euch alles Gute, bis bald, euer Alkaramba.